In der Gäulandschaft am oberen Neckar liegt östlich von Dunningen auf einem Höhenrücken die imposante St. Christophorus-Kapelle. An dieser Landmarke vorbei verläuft der 2023 eröffnete Eschach-Wanderweg. Die Kapelle erhebt sich auf einem Wasserhochbehälter aus den 1930er Jahren, der heute auch für Kunstausstellungen genutzt wird. Von dieser Aussichtsplattform aus reicht der Blick bis zu den höchsten Bergen der Schwäbischen Alb und des Schwarzwalds und bei guter Sicht bis zu den Schweizer Alpen. Zum einen wurde der Kapellenbau in bürgerschaftlicher Regie errichtet. Die Initiative geht zurück auf eine Wallfahrergruppe, die sich als Verein organisiert hat. Und zum anderen stammen Architektur, Skulptur im Außenbereich und Glaskunst aus der Hand ein und desselben Künstlers. Sie bilden eine konzeptionelle Einheit. Die St. Christophorus-Kapelle ist gewissermaßen ein Gesamtkunstwerk unserer Zeit. Im Gegensatz zum aktuellen Sakralarchitekturtrend, die Flächen komplett geöffnet. Man sieht wirklich in die weite Natur hinaus. Wir stehen hier am höchsten Punkt von Dunningen und für mich ist persönlich die Natur eine große Huldigung und Predigt an die Schöpfung. Das Besondere an dieser Kapelle ist auch der Grundriss. Ich habe eine Fischform gewählt. Das soll erinnern daran, dass das erste Symbol eigentlich für Christus der Fisch war, die ersten 300 Jahre. Und auch in diesem Wort Fisch, auf Griechisch Ichthyos, steckt auch ein kleines Gebet: Jesus Christus, Retter und Erlöser.